Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluftfans. Mein Name ist Sven. Heute soll es mal wieder ein Technikvideo geben. Und zwar geht es um das Thema Solarenergie. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten häufig im Internet die Fragen gelesen. Ich möchte mir eine Solaranlage zulegen. Was soll ich tun? Feste Platten aufs Dach oder eine mobile Anlage in Form von so Solartaschen? Und da wir beides an Bord haben, fühle ich mich, trotzdem ich kein Fachmann bin, irgendwie dazu berufen, mal was dazu zu sagen. Das Ganze wird aber nicht dazu führen, dass es am Ende irgendeine Empfehlung oder irgendeinen Verlierer oder Gewinner gibt. Das kann ich schon mal gleich vorweg sagen. Denn das Allerwichtigste ist, wenn man darüber nachdenkt, sich sowas anzuschaffen, ist, dass man selber sich im Klaren darüber wird, wie ist eigentlich mein Campingverhalten. Wie viel fahre ich am Tag, wie lange stehe ich am Stück und so weiter. Es gibt bestimmt auch welche, die eine Solaranlage auf dem Dach haben oder eine mobile Anlage und das eigentlich gar nicht bräuchten, weil sie eigentlich super Energiekapazitäten in Form von Lithiumbatterien haben und auch viel fahren. Der Ladebooster erledigt das. Also hinterfragt wirklich, wie ist unser Campingverhalten. Was ich heute machen möchte, ist eigentlich mal so Vor- und Nachteile der beiden Varianten aufzeigen aus unserer Erfahrung. Keine wissenschaftliche Studie. Vorweg wieder der Hinweis, alles was ich hier so zeige, ist selbst gekauft, selbst bezahlt und wir benutzen es auch schon seit vielen Jahren. Ich fange mal an mit der Solaranlage auf dem Dach. Wir haben 2x100 Watt Platten fest verbaut von Anfang an und eigentlich gibt es da nur einen einzigen Vorteil. Das hört sich jetzt erstmal schon vernichtend an, ist es aber gar nicht, weil dieser eine Vorteil wiegt eine ganze Menge, finde ich. Das Schöne ist, wir sind jetzt hier vor 5 Minuten angekommen und die Anlage produziert Strom. Die Sonne scheint, wir brauchen nichts machen, es wird Strom geliefert. Wenn jetzt der Kühlschrank laufen würde, was er im Moment nicht tut, würde das, was an Sonnenenergie reinkommt, im Grunde genommen 1:1 wieder nachgeladen werden in den Batterien. Ich brauche mich um nichts kümmern, das Ding funktioniert. Und zwar immer. Das ist immer in Anführungsstrichen, natürlich nicht, wenn die Sonne nicht scheint, nicht im Winter ist es auch nicht so pralle, allerdings das Auto steht bei uns vor der Tür und wir kriegen immer Sonnenenergie rein. Das heißt, die Batterien sind eigentlich immer voll. Es reicht im Winter sogar dazu, eben diese Erhaltungsladung zu machen. Ein bisschen was geht auch in die Starterbatterie. Das finde ich schon einen riesen Vorteil und dieser Vorteil wiegt wirklich relativ viel. Also zum einen diese ständige Verfügbarkeit der Energie, zum anderen eben die, wird meine Faulheit auch bedient, ich muss nichts ausräumen und anschließen und so weiter. Nachteil der festverbauten ist ganz klar Gewicht, also die wiegen entsprechend mehr als so eine Tasche. Das zweite ist, die müssen natürlich fachmännisch installiert werden. Also ich habe mir das nicht zugetraut, wir haben das gleich machen lassen, als wir das Auto gekauft haben. Das muss ja vernünftig verklebt werden, da muss eine Dachdurchführung gemacht werden. Das sollten schon Fachleute machen. Das finde ich jetzt schon, also ich hätte mir das nicht zugetraut. Während so eine Solartasche, ich sag mal, das ist relativ simpel, ne? So einen Solarregler anzuschließen, das traue ich mir schon zu. Aber so diese Dachdurchführung und so weiter, das ist so, war mir ehrlich gesagt zu heiß. Ein weiterer Nachteil, die Platten liegen ja flach auf dem Dach. Das heißt, die sind niemals, niemals nicht optimal zur Sonne ausgerichtet. Das heißt, die Ausbeute, die sie eigentlich erzielen könnten, werden sie in der Praxis nie erreichen. Das ist eben so. Und der zweite Nachteil, auch was die Ausbeute angeht, ist natürlich, steht man im Schatten, hat man keine Chance. Und es ist manchmal so, wenn es voll ist, hat man keine andere Chance, als im Schatten zu stehen. Manchmal will man auch gerne im Schatten stehen, weil die Sonne einfach zu doll brennt. Und dann wird es natürlich mit der Energiegewinnung ein bisschen mau. Das sind so die Nachteile. Kommen wir nur zur Tasche. Hier ist es so, man muss sich erstens mal überlegen, wo will ich die eigentlich betreiben? Will ich die wirklich immer schön draußen ausrichten, immer in Richtung Sonne? Dann muss ich eigentlich mir eine Möglichkeit suchen, wo ich die Tasche anschließen kann und die Türen und alles trotzdem schließen kann. Man kann natürlich immer so ein Kabel durchs Fenster legen, finde ich persönlich jetzt nicht so pralle. Man kann natürlich auch 2 Anschlüsse legen, einen für den Innenraum, einen für draußen. Wir haben es so gemacht, dass wir uns den Zugang für die Tasche oder die Schnittstelle dafür in den Motorraum
haben legen lassen. Ich zeige euch das mal. Nicht reingucken, es ist nicht aufgeräumt. Hier sieht man das. Das ist die Steckdose, sag ich mal, wo ich das Panel anschließen kann. An unserem Panel, das ist ein 120 Watt Panel von Wattstunde, ist dieses Gegenstück dazu. Und hier anschließen und fertig ist die Laube. Wollte ich eigentlich noch mal zeigen. Ich kann das hier so durchfädeln. Dann kriegt man nämlich auch die Motorhaube wieder zu. Na, hier kann man das jetzt ganz gut sehen. Also hier, da passiert nichts. Und jetzt kann ich die Tasche aufhalten mit den vorhandenen Ständern hier so in Richtung Sonne ausrichten. Und das ist schon mal ein riesen Vorteil, dass ich eben eine optimale Ausrichtung hinkriege, wenn ich denn immer da bin. Das ist so die Frage. Ne? Deswegen sagte ich eingangs, ihr müsst euer Campingverhalten ein bisschen hinterfragen. Bei uns ist es so, wir sind tagsüber in der Regel unterwegs. Und da beginnen eigentlich die Nachteile hiervon. Traue ich mich, die stehen zu lassen? Sie ist auch, ich sag mal, wenn ich eine Stunde weg bin, dann ist sie auch nicht mehr optimal ausgerichtet zur Sonne. Also der Wirkungsgrad verliert dann. Und das mit dem Stehenlassen ist ja auch so eine Sache. Ich sag mal, auf einem normalen Wanderparkplatz, auf einem Parkplatz von der Burg, die ich mir ansehen will, auf der Sightseeing-Tour in der Stadt, packe ich das Ding nicht aus und stelle es auf den Parkplatz. Während mir die Solaranlage auf dem Dach immer noch Strom liefert, ist es hier ein bisschen schwieriger. Auf einem Campingplatz würde ich sagen, kann man das schon durchaus machen. Da sind eigentlich immer Nachbarn da, die auch ein Auge drauf haben. Da haben wir das auch schon oft gemacht. Kommt aber zum nächsten Nachteil eigentlich. Die Dinger sind eigentlich nicht dafür gedacht, nass zu werden. Man sieht das hier, deswegen klappe ich das hier gerade mal so um. Unsere ist schon öfter mal nass geworden. Das hat ihr nicht geschadet, also die ist nicht kaputt gegangen. Aber man sieht das hier, das verformt sich dann. Ich weiß nicht, was hier für... Fühlt sich an, als ob da Pappe drin ist. Das wird sicherlich was anderes sein, aber das... Die sollen eigentlich nicht nass werden. Also ob man die jetzt tagsüber stehen lässt, wenn man nicht am Camper ist, das muss man selbst entscheiden. Will man das oder will man das nicht? Was wir noch gemacht haben, wir haben uns so ein Schloss hier besorgt, dass man sie zumindest so ein bisschen sichern kann. Ich könnte sie jetzt hier so an der Felge oder so nochmal, damit das nicht so einfach mitzunehmen ist und man wenigstens mit Werkzeug sie klauen könnte. Die zweite Variante, die viele machen, ist natürlich hinter die Windschutzscheibe. Die passt hier gut. Ich glaube auch die Nummer größer, ist glaube ich 180 oder 200 Watt, die es gibt, die würde auch noch dahinter passen. Allerdings muss man sagen, der Wirkungsgrad ist dann echt gering. Wir haben das jetzt hier zum Beispiel, wir stehen so wie wir jetzt hier stehen, die Sonne kommt von da, das heißt hinter der Windschutzscheibe wäre nicht viel mit Energie. Und ich weiß nicht, ich kenne keinen, der jetzt am Tag dreimal das Auto umparkt, um in Richtung Sonne zu stehen. Das ist das eine. Das zweite, hinter der Windschutzscheibe wird es dann verdammt warm. Und je wärmer das wird, das gilt allerdings für die fest verbauten Platten auch, desto schlechter wird der Wirkungsgrad. Es ist einfach so, hinter der Windschutzscheibe kann man machen, aber erwartet nicht zu viel davon. Also, und man müsste sich dann eben diese Schnittstelle auch nochmal nach drinnen verlegen. Ne? Dass man, ich finde das jetzt, würde jetzt keine gute Idee finden, wenn ich jetzt das Fenster ein Stück weit auflassen würde und sie dann hätte die Windschutzscheibe. Aber gut, jeder muss das für sich selber entscheiden. Ne? Also Vorteil, man ist flexibel, man kann das Auto im Schatten stehen lassen, man kann das Panel irgendwo ausrichten, wo die Sonne noch scheint. Wir haben auch noch mal ein Verlängerungskabel dazu. Hier sind jetzt 5 Meter dran. Das ist nicht viel, das sieht man ja. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt hier mal so, das ist schon Schluss, das sind 5 Meter, das ist nicht viel. Wir haben noch mal 5 Meter dazu. Dann komme ich eigentlich schon recht weit damit. Und ich habe mir hier so Gummibänder durchgezogen. Wir hängen die manchmal auch irgendwo im Baum oder irgendwie solche Geschichten. Ne? Die Frage, die sich jetzt vielleicht einer von euch oder die einige von euch stellen, wie oft benutzen wir das, wenn wir doch da oben Energie haben? Und das ist tatsächlich ein Knackpunkt. Wir benutzen sie relativ selten, weil das, was von oben reinkommt, in der Regel auch ausreicht. Und da kommt die Faulheit wieder durch. Warum soll ich das noch zusätzlich aufstellen, wenn das von oben reicht?
Wo wir es gerne machen, ist wirklich, wenn wir die E-Bike-Akkus laden, dann geht wirklich mehr raus, als von oben reinkommt. Dann ist das natürlich eine zusätzliche Option. Das kann man gut machen. Und was ich auch, wir haben uns im letzten Winter so eine Powerstation nochmal gekauft, so als zusätzlichen Strom-Backup. Und gerade, ich sag mal, wenn Anja mit dem Laptop draußen was machen will und so, da ist das eine ganz gute Stromquelle. Und die kann ich mit der Solartasche natürlich auch laden. Da gibt es so einen Adapter dazu. Seht ihr, das ist der gleiche Stecker, wie da dran ist. Und dann kommt es hier rein und dann wird die Powerstation direkt geladen. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt nochmal ein großer Pluspunkt für die mobile Anlage. Denn das nutzen wir auch zu Hause. Wenn mal Besuch kommt und man große Mengen an Getränken kühlen will, kommt eine Kühlbox ran. Die Solartasche steht auf der Terrasse oder hängt irgendwo an der Garage und liefert uns Energie. Genauso E-Bike-Akkus haben wir dieses Jahr nicht einmal am Landstrom oder am Hausnetz geladen. Das haben wir immer hier mitgemacht. Das ist nochmal eine zusätzliche Nutzbarkeit außerhalb des Campers. Das finde ich jetzt eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte. Ja, die Frage ist, was man sich nur zulegt. Ich kann es nicht beantworten. Wir haben jetzt beides und ich würde es wahrscheinlich wieder so tun, weil man eben flexibler ist und auf alle Situationen reagieren kann. Die Frage ist, ob man auf alle Situationen reagieren muss. Ne? Also Tendenz bei mir wäre eher zur festen als zur Tasche, weil wir einfach tagsüber oft unterwegs sind und ich ja diese Tasche dann einfach nicht rausstelle. Anders sieht es allerdings schon wieder aus, wer sich jetzt wirklich für eine große Lithiumbatterie entscheidet, der nur selten eine zusätzliche Stromquelle braucht, weil der Ladebooster das vollhaut. Dann ist das mit der Tasche wirklich, glaube ich, eine echt sinnvolle Geschichte. Man haut sich das Dach nicht voll, man hat dieses Gewichtsproblem nicht. Also ihr seht schon, das ist sehr, sehr individuell und es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Das sagte ich ja eingangs schon. Ja, ich hoffe, dass euch das so ein bisschen so einen Einblick gegeben hat, eure Entscheidung vielleicht dann zu treffen. Wenn euch das was gebracht hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen, da freuen wir uns drüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.